Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Walkthrough PC Games TV. Und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 4 German, Folge Nummer 94. Und ich habe mich entschieden für die Rache erstmal. Ich werde die andere Möglichkeit auch noch einstellen und du stirbst. Solltest sterben, ich hab vorbeigeschossen und jetzt kommt hier a dish served cold. Das ist aus das Schiff, wo alles angefangen hat. Die Russen verladen Heroin auf den Frachter. До свидания, по-русски. A dish served cold, ja. Dimitri überwacht die Operation im Frachtraum des Schiffs. Die Türen zum Frachtraum werden von der Brücke aus bedient. No smoking steht da ganz klar, ganz groß. Finde einen Weg, um an Dimitri heranzukommen und begleiche deine Rechnung mit ihm. Ja, das wird ja wohl kein Problem sein für uns. Begib dich zu der Brücke. Machen wir doch glatt, uns zu der Brücke begeben. Erstmal nehmen wir hier Deckung. Bam, Headshot und bam, noch ein Headshot und du auch gleich noch auch tot und du Headshot. Okay. Und jetzt zeige ich euch was Geiles, weil ich hatte mal Lust wieder auf so ein bisschen Scharfschützen-Style. Und jetzt denke ich mir, ich kletter jetzt hier hoch und werde, wenn sie mich nicht von der Leiter runterschießen. Weil da oben ist nämlich ein Scharfschützengewehr. Das liegt da immer rum. Wir haben natürlich sowieso Scharfschützengewehr, aber wenn wir das andere Gewehr haben, können wir die Munition dort immer wieder aufladen, weil das andere dort liegen bleibt. Das ist übergeil. So. Den könnten wir denn jetzt nehmen? Herzschuss. Schön war der. So. Ah, fuck. Ich glaube, ich mache das Loch doch lieber auf die gute alte Variante. Ohne das Deckungsdings da. Fußladeldiedeldudel. Bumm. Hörst du mal auf, im Kreis zu rennen? Komm schon, jetzt habe ich. Ja, fuck, der ist mir entkommen. Der wird jetzt gleich hier oben auftauchen. Es bringt's wirklich von der Distanz hier von da unten mit einer Schrotflinte zu mir hochzuknallen. Also wirklich, ich denke mir schon, also ein bisschen doof sind sie auch. Von wo kommt. Oh, der, ich habe gerade gesehen, der. Da ist was unter mir hinter. Da ist unten was, hat was gehuscht. Na komm, komm in meine Anvisierungs, ach scheiß drauf. So, habe ich ihn, ich will nicht runterfallen hier diese Treppe, das ist schon relativ hoch. Ich nehme mal an, ich habe ihn. Wo ist denn da noch wer? Ah ja, da hinten. Fuck. Fuck.
Oh mein Gott, das muss wehtun, wenn er unten aufkommt. Auch wenn er jetzt schon tot ist. Da, den habe ich da, ja. So. Klarer Kopfschuss. Und ich glaube, von hier oben aus war es dann auch schon so alles, was wir jagen konnten an russischen Verbrechern. Und wir, der serbische Schläger hier, der serbische Superheld Niko Bellic, kehren zurück zu dem Schiff, wo wir angefangen haben. Dort wird auch alles enden. Die gute alte Story. Und komischerweise ist da doch noch wer, den ich anscheinend übersehen habe. Aber die Kisten geben ja viel Deckung. Finde ich echt nett, dass sie hier so schön, knapp verfehlt, herumstehen. Fuck, von wo denn? Oh mein, nein, der steht da. Arr. Ja, das war's für dich. Das ist unfair, mein lieber Deckung. Mensch, das ist unfair, ey. Das ist wirklich unfair. Bam. Oh fuck. Aber der ist tot, der ist querschnittsgelähmt jetzt. Der ist da runtergefallen. So. Nein! Steckt der Blöde hier seinen Kopf noch weg? Dann werfen wir halt eine Granate. Vielleicht hat ihn das ja getroffen. Ich glaube eher, ich habe die. Oh, es hat ihn ein bisschen getroffen. Ich glaube, ich habe die ein bisschen falsch geworfen. Ah, hab ich ihn jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Nein, er ist noch da. Nein, er ist noch da. Da, jetzt kommt er, jetzt ist er rausgekommen. So. Da, der Typ da hinten, der. Und da ist noch einer hinter der Ecke, anscheinend. Ist ja alles sehr interessant, welche alles herumwandelt. Also manche Leute sind auch einfach nur blöd, muss man sagen. So. Da ist keiner mehr. Aber irgendeiner schießt hier mit einer Pumpgun. Oh. Oh. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Nee, da ist niemand. Vielleicht kommt jetzt einer. Oh, fuck. Der hat dann. Ah, jetzt hat er uns getroffen. Die haben ja alle. Von wo kam das? Hä? Von oben? Wer schießt denn da auf mich? Bist du hier? Oder schießt du von irgendwo anders? Fragen über Fragen. Arr, da ist er. Ah, ich bin ja auch blind hier. So, ein bisschen Muni. Jetzt. Wo schießt da denn noch einer? Ist da oben einer auf dem Scharfschuss? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ach, egal, wer da schießt jetzt. Wir gehen jetzt hier rein. Na, so treffen wir nicht. So. Wo ist denn da noch? Oh, du kauerst da in der Ecke. Das wollen wir doch schnell ändern. Ist da noch wer? Fuck.
hat mich glatt getroffen hier. Dabei ist es doch gar nicht so schwer hier, die Mission. Ja, ich weiß, dass das hier endet, Junge. Was? Wie ich sterben will? Na, bestimmt nicht so. Falsche Richtung, Junge. Dass du den Feuerlöscher jetzt erschießt, bringt dir auch nichts. Und jetzt komm raus. Hast du jetzt Angst oder was? Ich hab dich jetzt eh jetzt. Jetzt kann ich dich treffen, Junge. Bam. So, da ist Muni für uns. Das ist schön. Und kann ich die Jacke hier anziehen? Nee, Hose, Klo. Ja, hier haben wir auch mal 6 Monate verbracht. Auf diesem Schiff. Und da ist eine coole sichere Weste. Das ist doch erfreulich. Ein Buch, keine Ahnung, was da steht. Und dann geht's jetzt hier raus oder auch nicht, und die Frage ist, wo ist der nächste Gegner? Ach, da sind schon welche. Ja, du hättest nicht mit mir ficken sollen. Jetzt nicht wortwörtlich gemeint. Kann man den Schwierigkeitsgrad auch irgendwie ein bisschen höher stellen? Anscheinend irgendwie nicht. Naja, egal. Das wäre irgendwie verlockender. Ja, die sind alle so blöd. Oh! Hast du auf mich? Oh, da ist ja noch einer. Jetzt kommt schon, jetzt macht mal hier ein bisschen Action hier. Ich will ja nicht nur einen Monolog mit meinem Gewehr hier führen. Ne? So. Frage ist, wo ist der nächste Gegner? Wahrscheinlich direkt hinter mir oder auch nicht. Und jetzt müssen wir hier rein. Laut der Markierung nach. Ist da noch wer? Nein, da ist niemand mehr. Fuck! Jetzt komm her. Idiot. Das war jetzt aber ein Muss. Und jetzt bedienen wir mit E hier den Schalter. A dish served cold. Lädt sich wieder. Und da öffnet sich eine ganze 2 Klappen öffnen sich, sodass wir hier runter können in den Frachtraum, wo wir in der kleinen Sequenz gesehen haben, sich auch Dimitri Raskolov befindet. Und dann werden wir ihm mal so richtig in den Arsch treten, dem Dimitri. Geh in den Frachtraum und begleiche die Rechnung mit Dimitri. Da ist keiner. Auf mich wird geschossen von anderer Seite. Das finde ich ja gar nicht nett. Da ist noch einer. Bam. Und wo ist da jetzt noch einer? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, aber ich wage es. Ja, so konfidentabel war das wirklich nicht, du Arschloch. Und irgendjemand schießt auf mich. Von wo, weiß ich jetzt auch nicht. Fuck, schon wieder schießt jemand hier auf mich. Zieh dich hoch, Nico. Und wir rennen. Und die Zeit läuft davon. Und ich sag schon jetzt mal an, dass gleich ein Cut kommen wird.
Also, wir sehen uns dann im nächsten Part. Oh mein Gott, im nächsten Part wieder. Macht's gut. Bis gleich. Ja, ciao.